Ich habe vor allen Dingen die Frage, wie viele Gefährder gibt es eigentlich in Deutschland, die genauso gefährlich eingestuft wurden als Anis Amri oder möglicherweise auch noch gefährlicher? Und ich habe die Frage, bei wie vielen Gefährdern im Augenblick der Verbleib gar nicht geklärt ist und man den Aufenthalt möglicherweise nicht kennt. Das ist ja auch eine Quintessenz aus dem Fall Anis Amri, dass man hier über Wochen hinweg nicht wusste, wo er gewesen ist. Und das ist kein Zustand in diesem Land. Jeder Gefährder kann hier ein Attentat verüben und ich muss zumindest wissen, wo er sich befindet und muss versuchen, seine Handlungsräume, soweit es geht, irgendwie einzuschränken. Das wird ja die wichtige Frage sein, wie viele Fälle Anis Amri gibt es noch, wo ich im Augenblick gar nicht weiß, wo ist ein entsprechender Aufenthalt dieses Gefährders. Und ich habe bisher auch durchaus einen großen Vorteil in der Sicherheitsarchitektur dieses Landes darin gesehen, dass gerade 40 unterschiedliche Sicherheitsbehörden mit ihren Expertisen zusammenarbeiten, aber auch Gesamtverantwortung dann entsprechend übernehmen. So sollte das idealtypischerweise dort laufen. Und man wird auch die Frage möglicherweise dann zu stellen haben, ob dieser Verantwortung insgesamt dieses gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum zumindest in dem Fall Anis Amri immer nachgekommen ist. Uns kommt es als CDU-CSU darauf an, dass wir gerade im Lichte des Anschlags von Berlin und des Falls Amri jetzt auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen, was den Umgang mit diesen Gefährdern anbelangt. Wir sind der festen Überzeugung, dass es richtig ist, was unser Bundesinnenminister Thomas de Maizière vorschlägt, dass wir eine stärkere Konzentration auch der Möglichkeit benötigen, im Ernstfall auch das Bundeskriminalamt in die Lage zu versetzen, ein Initiativrecht zu ergreifen, wenn es darum geht, Gefährder festzusetzen. Und wir brauchen aus unserer Sicht auch einen neuen Haftgrund für Personen, von denen eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Wir unterstützen deshalb nachdrücklich auch den Konsens zwischen dem Bundesinnenminister und dem Bundesjustizminister, sehr schnell jetzt auch gesetzgeberisch tätig zu werden. Es geht hier nicht um Schnellschüsse, wie immer von der Opposition behauptet wird. Und es geht auch nicht um Aktionismus und schon gleich nicht um Populismus, sondern es geht darum, dass wir keine Zeit verlieren und sehr schnell jetzt auch die Lehren aus dem Fall Amri ziehen. Deshalb keine Zeit verlieren, weil durchaus weitere Gefährder vom Ausmaß Amris in Deutschland vorhanden sind. Die zentrale Botschaft, die heute der Bundesinnenminister ausgegeben hat, lautet: Der Bund ist nicht zuständig für die Gefährderüberwachung und für die Terrorabwehr. Also ich finde diesen Befund ungeheuerlich und ich glaube, dass uns so ein Befund in hohem Maße beunruhigen muss, denn wir wissen es besser. Gerade das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich in der Vergangenheit immer sehr damit gerühmt, Anschläge, terroristische Anschläge in Deutschland verhindert zu haben. Heute ist Herr Maaßen noch nicht einmal zur Innenausschusssitzung erschienen, wie uns Herr de Maizière gesagt hat, weil der Innenminister das nicht für nötig befunden hat. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stellt sich hin nach dem Motto: Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. So kann es natürlich nicht gehen. Das heißt, wir werden auch in diesen Zusammenhängen sehr konkret nachfragen, welche Rolle hat das Bundesamt für Verfassungsschutz hier gespielt? Welche Rolle haben Verfassungsschutzbehörden bei der Gefährderüberwachung? Welche Rolle spielt der Nachrichtendienst bei der Einschätzung, ob es sich um Terrorismus handelt oder nicht? Und wie trägt der Nachrichtendienst eigentlich dazu bei, solche Anschläge, wie wir sie auf dem Breitscheidplatz verhindern können? Das Problem ist, auf solche Fragen konnte uns heute nicht geantwortet werden. Wir haben versucht, noch mehr Aufklärung in den Sachverhalt hineinzubringen. Leider war es uns jetzt nicht möglich, wirklich auf alle Fragen eine umfassende Antwort zu bekommen. Ich gehe davon aus, dass die Länder sich intensiv damit beschäftigen werden, inwieweit in Nordrhein-Westfalen oder in Berlin auch Behördenhandeln hier überprüft werden muss. Ich halte das für erforderlich, aber ich werde es natürlich den Landeskollegen nicht vorschreiben. Ich denke, dass man dort genauso intensiv diskutiert, inwieweit Landesämter für Verfassungsschutz, Landeskriminalämter hier beteiligt waren. Wir wissen aber auch, dass Bundesbehörden automatisch über das gemeinsame Terrorabwehrzentrum in die Sachlage involviert sind. Sowohl BKA als auch Bundesanwaltschaft als auch Terrorabwehrzentrum haben sich mit der Personalie Amri beschäftigt. Hier müssen Informationen zusammenlaufen. Wir haben diese Institutionen auch zu diesem Zweck, dass hier eine Koordinierung stattfindet. Sie sind gerade zur Kommunikation eingerichtet, genau zu diesem Zweck. Und deswegen müssen wir hier prüfen, wann und wo welche Entscheidungen getroffen wurden. Ob zum Beispiel Strafprozesse
radikale Maßnahme gegen Amri stattfinden oder ob ein Interesse daran besteht, diese erstmal nicht durchzuführen, weil er als Informationsquelle, das muss nicht automatisch ein V-Mann-Status sein, als Informationsquelle interessant ist. All das konnten wir heute aber nicht nachfragen.